Hallo Leute, es wird ja immer über die klassischen Geschenkbänder für Fahrraddiebe gesprochen und hier haben wir zum Beispiel eins. Sie wollen 10 Euro für das Ding haben, wird meistens dann verwendet, wenn zum Beispiel ein Kleinkind sein eigenes Fahrrad bekommt. Dann sagt man sich, oh, kauf mal ein kleines Schloss und dann wird es für das Kind schon gut sein. Allerdings muss man sich die Frage stellen, wenn dem Kind das Fahrrad geklaut wird, ob das dann noch so fröhlich ist. Merkt euch die Firma. Innen drin haben sie sich nicht mal die Mühe gemacht, eine richtige Kette zu verarbeiten. Das Ding kann man einfach so durchkneifen. Das heißt, mit der Beißzange ist es innerhalb von 2 Sekunden durchgekniffen. Bolzenschneider sowieso. Und jetzt gucken wir uns mal den Schließzylinder an, ob man uns überhaupt die Mühe macht, über den Schließzylinder zu gehen bei dem Ding. Ein normaler Fahrraddieb, der bricht irgendwo einen Ständer von dem Fahrrad ab und nutzt das Ding als Hebel und sprengt es innerhalb von 2 Minuten. Ich fahre euch mal ein bisschen länger ran. Und deswegen sollte man sich die Frage stellen, ist es für ein Kind so gut, wenn man sich so am Schloss spart und das Kind nicht lernt, mit einem vernünftigen Schloss umzugehen? Oder sollte man gleich von vornherein ein bisschen mehr investieren und das Kind gleich richtig an Schlösser ranführen? Klar, sagt einer sich von wegen, oh, wenn das Kind das Schloss verliert oder irgendwas, dann ist das immer so ärgerlich und kostet Geld. Aber auch die kleinen Kinderfahrräder, die habe ich bisher jetzt mitgekriegt, dass sie auch ordentlich Geld kosten. Und dann sollte man sich die Frage stellen, was ist einem wichtiger? Ein Kind direkt ranführen und sagen, pass auf, das und das ist gut. Oder ihr bringt dem Kind falsche Sicherheit bei. Es schließt irgendwann ein wertvolles Fahrrad damit fest und ja, verliert gnadenlos. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und viel Spaß. Thank you.